Liebe Freundinnen und Freunde, Klimaschutz, Vielfalt und globale Gerechtigkeit. Dafür stehen wir Bündnis 90 Die Grünen und dafür stehe ich. Mein Name ist Karin Bese. Ich bin 1981 geboren in Meißen und aufgewachsen in Nossen in Alzella. Begleitet von den aufregenden Wendejahren, der Aufbruchsstimmung und den folgenden Ernüchterungen für unsere Elterngeneration, verbrachte ich eine Kindheit umgeben von Natur. Und ich konnte mir nicht vorstellen, jemals irgendwo anders als auf dem Land zu wohnen. Aber es kam dann doch ganz anders. Inzwischen arbeite ich seit 15 Jahren in den Bereichen Klimaschutz und internationale Zusammenarbeit. Erst vor kurzem sind mein Mann, unsere drei Töchter und ich von meinem letzten Projekt in Benin in Westafrika zurückgekommen. Meine älteste Tochter ist jetzt 11. Vor 2 Jahren war sie die erste in ihrer Klasse, die bei den Fridays for Future Demos mitgelaufen ist. 2 Wochen später waren es schon 3. 2 weitere Wochen später die ganze Klasse. Wenn diese Klasse in 7 Jahren ihren Schulabschluss machen wird, werden wir bei einem weiter so wie bisher so viel CO2 in die Luft geblasen haben, dass wir eine Erderwärmung von 1,5 Grad nicht mehr aufhalten können. Politik muss handeln, und zwar jetzt. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und Projektmanagerin, habe an der TU Dresden studiert. Schon vor über 10 Jahren sensibilisierte ich politische EntscheidungsträgerInnen in Deutschland für Klimawandel. Damals verwendeten viele das Bild des Eisbärs auf der Eisscholle, um den Klimawandel zu symbolisieren. Aber ganz ehrlich, das war ein Fehler. Dieses Bild vermittelte den Eindruck, dass Klimawandel irgendwo weit weg passiert. Aber Klimawandel passiert hier und passiert jetzt. Wir wollen Menschen dort abholen, wo sie sind. Die Bäuerinnen und Bauern bei der Verbesserung regionaler Absatzmöglichkeiten. Unternehmen bei Energieeffizienz, die Kosten spart und neuen Aufträgen bei der Anwendung regenerativer Energien. Menschen auf dem Land bei Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs, in der Stadt mit sauberer Luft, Eltern und Großeltern bei der Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder. Wir haben mit dem Pariser Klimaabkommen einen internationalen politischen Rahmen für Klimaschutz geschaffen. Aber die Umsetzung findet vor Ort statt. Gute Ansätze für konkrete und sozial gerechte Maßnahmen gibt es, viele davon in Sachsen. Ich wollte sie alle aufzählen, ich habe eine Liste begonnen und ich wusste genau, ich werde das nicht schaffen. Aber ihr kennt sie und im Bundestag will ich dafür eintreten, dass gute Beispiele endlich zum Standard werden. Manche Menschen glauben, dass wir die Zeit zurückdrehen können, indem wir unsere Grenzen schließen. Aber Grenzen halten Krisen nicht auf. Deshalb sind grüne Lösungen global. Ich habe meine berufliche Laufbahn beim UN-Welternährungsprogramm begonnen. Dass immer noch 800 Millionen Menschen auf der Welt an Hunger leiden, ist eine Katastrophe, die durch den Klimawandel noch verschärft wird. Im Rahmen der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit in Kamerun vor fast 15 Jahren erkannte ich schnell, hier läuft etwas schief. Wie können wir durch unsere Wirtschaft in Europa, unseren Konsum und unseren Müll, Märkte und Ökosysteme in anderen Ländern zerstören und dann denken, wir brächten Entwicklung? Es ist Zeit, endlich Verantwortung zu übernehmen für die negativen Auswirkungen unseres Handelns und verbindliche Regeln für eine nachhaltige Produktion und fairen Handel zu setzen. Wir müssen vor unserer eigenen Haustür anfangen. Und Ungerechtigkeit finden wir auch hier in Deutschland. Es kann doch nicht sein, dass die Bildungschancen von Kindern immer noch hauptsächlich von der Bildung der Eltern abhängen, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer, dass Vermögen von Geburt an so ungleich verteilt ist, dass ein Leben nicht reicht, um aufzuholen. Politik kann und muss das ändern. Die AfD wirbt mit dem Spruch Deutschland aber normal. Welches Normal sie damit meint, will ich mir gar nicht ausmalen. Wir dürfen nicht andere bestimmen lassen, was normal ist. Vielfalt ist normal und wir alle sind ein Teil davon.
Ich bin eine weiße Frau und ich bin mir der Privilegien bewusst, die ich dadurch habe. Ich habe es aber auch am eigenen Leib erlebt, welchen Vorurteilen und Angriffen man ausgesetzt ist, wenn man in einer binationalen oder Patchwork-Familie lebt. Wenn man sich permanent fragen muss, zum Beispiel in der Bahn, wo kann ich mich hinsetzen? Wer hilft mir im Zweifelsfall, wenn ich angegriffen werde? Ich habe auch erlebt, wie es ist, alleinerziehend zu sein und sich alleine durchschlagen zu müssen und an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird. Aber Vielfalt macht uns stärker. 2013 habe ich angefangen, Kinderbücher zu schreiben, die Vielfalt als Normalität in Deutschland zeigen. Kinderbücher tragen ganz entscheidend dazu bei, wie Kinder die Welt erfahren. Sie helfen, Empathie zu erlernen und sich als Teil unserer Gesellschaft zu fühlen und Vorbilder zu finden. Kinderbücher sind ein Anfang, aber sie reichen nicht. Wir alle müssen zu Allies, zu Verbündeten werden. Viele Menschen haben Angst vor Veränderungen. Auch das ist normal. Wenn meine Töchter Angst haben, dann sage ich, Angst ist etwas Gutes. Angst macht uns aufmerksam und Angst bringt uns dazu, zu lernen. Auch ich habe Angst. Ich hatte Angst, meine Heimat zu verlassen und ich hatte auch Angst, zurückzukommen. Und ehrlich gesagt schlottern mir gerade auch ziemlich die Knie. Aber Angst darf uns nicht lähmen. Wir müssen nach vorn schauen und wir müssen verändern. Zukunft wird aus Mut gemacht. Für uns, unsere Kinder und die Generationen nach uns möchte ich mutig sein. Ich möchte weiter lernen und ich schaue nach vorn und ich möchte verändern. Und zusammen mit euch grüne Politik gestalten. Für Menschen in Sachsen, in Deutschland und weltweit.